Domenico, Premiere auf der Schalker Trainerbank. Wie hat es sich angefühlt für dich? Ja, gut. Sehr gut sogar. Die Jungs haben alles gegeben, haben alles reingehauen nach einer intensiven Woche, auch ein intensives Spiel. Und das war das Wichtigste heute, dass wir die Intensität nach oben schrauben, um einfach einen guten Test, ein gutes Training zu absolvieren. Und in unserem Live-Kommentar hat Jörg Sevenaik verraten, es zählen nicht nur Tore, sondern auch wenn Bälle in bestimmte Positionen auf dem Spielfeld kommen, gibt es Minuspunkte für die Mannschaft, oder? Das ist richtig, da hat er zu viel verraten, aber ist schon richtig so. Ja, wir haben gewisse Provokationsregeln auch für diese Testspiele, um das Erlernte, um den Schwerpunkt nochmal zu akzentuieren. Ja. Wie zufrieden warst du dann alles in allem? Sehr gut, ja, sehr zufrieden. Die Jungs haben wirklich alles vorbildlich eingehalten, haben sich nach dem Plan gehalten. Das ist ja auch immer schwierig, dann in solchen Spielen im Laufe der Zeit, im Laufe der Minuten dann in gewisse Muster zu verfallen, vielleicht Solo-Dribblings nochmal anzusetzen. Das war überhaupt nicht der Fall. Es war sehr seriös, mit sehr viel Ernsthaftigkeit. Das freut uns. Danke.